So. So, ich muss noch mal kurz was nachschauen. Es ist ja schlechter, wie mein aktueller ist.
Lonesome Area. So, da habe ich schon. Auch nicht. Abenteuermodus langsam. Ich will. So, da bin ich schon mal richtig. Echt hübsch. Ich vertraue diesem Ort nicht. Ah, fuck, fuck, nein, 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 nein. Stopp, 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 stopp. Das muss raus. Raus. Rein. So. Ist alles zu. Oh, was ist da? Noch eine Kiste. Boah. Das sieht wichtig aus. Ich weiß schon, wo das hingehört. Oi, 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 oi. Also mein Aiming ist auch nicht so gut.
Scheiße. Gesundheit plus 2. Ach, wenn ich gleich schon hier bin, mache ich das natürlich auch mit. Also, komm ich nicht drüber. Genau, von da kam ich. Hier rein. Hör doch hier ein. Wo ist er? Okay. Oh! Hier ist er. So, hab ich gerade einen Moment. So, ich muss kurz gucken. Hey, Ömi, servus. Grüße. Da ist er. Nee, mach ich noch. Ich will meine Ausrüstung jetzt verbessern, also neue Ausrüstung, weil ich spiele immer noch mit der Standardausrüstung vom Anfang, ne? Ich habe keine anderen Waffen. Ich spiele immer noch mit dem, was ich am Anfang bekommen habe. Aber hat ja gut funktioniert damit bis jetzt.
Ah, jetzt gibt es mir. Ach, war klar, dass ich nicht in die Area komme, ne? War ja klar. Okay, das gefällt mir gar nicht. Hey Lubro, servus, was geht, ey? Bei mir ist soweit, ist okay bei dir? Ah ja, das freut mich. Das sieht nicht gut aus. Das passt nicht mehr. Puh, schwierig. Der erste war auch gut, ne? Also ich würde dem Game, ne? Schwierig. Schwierig, ey. Also, wenn ich so überlege, wäre mein erstes... Das erste, was mir so in den Kopf kommen wird, wäre eine 7 von 10. Was ja nicht verkehrt ist, ne? Eine 7 von 10. Siebeneinhalb. Ja, ach komm, ne. Nein, nee, komm, ne 8. Ne 8. Eine 8. Ne 8.
Weil ich muss den Preis noch mit einfließen lassen. Für das Geld bekommst du echt viel Spiel, ne? Eine 8. Eine gute 8. Eine 8, ja, auf jeden Fall. Cyberpunk, ja. Steht an. Und genau. Und danach kommt schon Lies of P, ne? Ich hoffe, ich mache da keinen Fehlgriff mit dem Spiel. Mein Cyberpunk wird auch, ja, wird ein cooler Stream, aber das war's dann auch wieder, ne? Ne, ne, ich zock's nicht auf Xbox. Ne, ne. Ah, ah. Mach ich nicht. Das Ding ist gelutscht. Ganz sicher. Das nächste ist dann Forza oder Call of Duty. Aber sonst werde ich da drauf nicht zocken. Nee, habe ich nicht mehr. Nicht mehr so viel. Weil die einfach auch kein Interesse an uns Spielern zeigen. Es ist. Warte mal. Es sollte Anfang des. Warte mal. Einen Moment. Ich hab hier gerade ein kleines Problem. So, jetzt. Ich muss meine Katze rauslassen. Komm, geh raus. Zack, zack. Das liegt einfach damit zusammen, dass einfach Sachen, die angesagt wurden, wurden nicht eingehalten. Und ich bin kein Idiot, ich lasse mich nicht verarschen. Man hat viele Sachen in den Sand gesetzt, wie auch Halo. Aber dermaßen krass, peinlich, ne? Und auch ein neues Dashboard und dies, ich bin da raus. Es kam von allem, was sie gesagt haben, kam nichts. Die Series X, die ist gekommen mit dem komplett veralteten Software. Das ist die alte Software von der Xbox One. Können sie sich in den Arsch stecken. Da bin ich raus. Ich mach den Scheiß nicht mit. Weil. Eine PlayStation. Ja, ich hatte damals beides. Ich muss sagen, was das anging, war ich eigentlich immer verwöhnt. Das, ne? Sieht wichtig aus. Ich werde mir auch eine Nintendo kaufen, wenn es soweit ist, irgendwann mal. Wenn es eine gute Konsole wird. Auf jeden Fall will ich sagen, die haben viel versprochen, davon wurde nichts eingehalten. Die tun alles verschieben. Es ist alles so halbherzig gemacht und das ist einfach nichts für mich. Und nee, ich war mal am Überlegen, aber ich halte Abstand von den 30 FPS. Es muss ja irgendwann mal eine neue kommen, neue Nintendo. Wenn die gut ist, hole ich die mir. Aber ich bin bei Xbox dann erstmal raus.
Sogar der Serkan, der hier auch so Xbox begeistert ist, hat das Thema mit der Xbox auch aufgegeben. Der hat auch beide Konsolen. Und er hat gemeint, er hat keinen Bock mehr auf Xbox, weil da kommt halt nichts, ne? Da kommt halt wirklich nichts. Den Scheiß brauche ich nicht. Bei Bloodborne, da habe ich eine Ausnahme gemacht. Oder hast du mich jetzt seitdem nochmal ein Spiel in 30 FPS spielen sehen? Der Unterschied ist, dass Bloodborne ein altes Spiel ist. Da geht's nicht anders. Sie kommen. Es ist so. Ey, wenn ich heutzutage ein Spiel kaufe, ne? Und es läuft um 30 FPS, dann läuft irgendwas verkehrt. Weil damals schon auf der PlayStation 2 liefen die Spiele schon in 30 FPS, ne? Weißt du, was ich hinaus will? Ich mach den Scheiß nicht mit. Ist halt so eine Ansichtssache. Ich kann jetzt von Sachen sprechen, halt mich dann irgendwie nicht mehr da dran. Na, vertröste die Leute dann mit anderen Sachen, mach's aber eigentlich dadurch noch schlimmer. Und ich bin da raus. Also ich bin genervt. Mich nervt das ganze Thema mit der Xbox. Vor allem Halo. Die haben Halo richtig krass kaputt gemacht, ne? Ey, das wäre mir doch wichtig. Das wichtigste Spiel überhaupt von Xbox haben die so in den Sand gesetzt, ne? Und anstatt... Ich sag dir, wie es ist, ne? Und anstatt... Hey, servus Jackson. Und anstatt mal sich darauf zu konzentrieren, das Spiel rauszubringen, haben sie ein Kochbuch rausgebracht. Und ich habe das glaube ich schon mal angesprochen. Und so einen Scheiß brauche ich nicht, ne? Ja, aber der Game Pass, das ist nicht alles. Ich kann mir mein Zeug auch selber kaufen. Ich brauche den Game Pass nicht. Ich brauche das nicht. Ich bin nicht darauf angewiesen. Ich scheiß da drauf. Ich kaufe meine Spiele selber, da kriege ich die sogar früher, kriege ich die vor Release. Ich brauche das nicht. Echt hübsch. Ich vertraue diesem Alten. Und Jackson, was läuft?
Ring des Alchemisten. Man bist gerade im dritten Durchlauf. Ja, ist noch mein erster. Ich habe erst angefangen. Ich wollte es mir kaufen, dann wollte ich es mir nicht kaufen. Jetzt habe ich es mir doch gekauft. Fuck. Geradeaus, ne? Ja, eigentlich wollte ich den August Spiele zocken, die ich noch hier habe. Eigentlich wollte ich im August gar kein neues Spiel zocken. Ich habe so viele Games noch hier. Ich habe sowieso schon zu wenig Zeit. Meine Tasche ist voll. PD3 kommt auch. Das lasse ich aus, PD3. Ich habe noch so viel, Lupro. So viel. Ich habe gestern mal mit dem Nick mal durchgegangen. Ich habe noch so viele Spiele hier. Genug. Sehr viele Spiele noch. Genau, Lies of P Model Combat lasse ich aus, werde ich zeitlich nicht hinbekommen. Das schaffe ich nicht. Aber Lies of P werde ich mir auch holen. Passt nicht mehr. Größte Edition, ja. Huh. So, jetzt brauche ich okay, da bin ich mal gespannt.
So, dann muss ich mir das mal abfotografieren. Opede hätte ich auch schon Lust, wenn ich ehrlich bin. Aber das wird schwierig, weil da kommt noch der DLC von Cyberpunk. Schwierig, schwierig, schwierig alles, ne? Teil 2, Teil 2. Ach so, ey. So. Okay. Ach, guck mal, hier ist weiß. Jetzt bin ich in der Mitte. Jetzt muss ich aufpassen, wie ich stehe. Dann müsste ja normalerweise das rechte hier. Ja, der fährt. Nee, ich habe den zweiten Schuss so oft gespielt, habe ich keinen Bock mehr drauf. So, das ist zu. Hier ist offen. Hast du den zweiten Teil vorher nicht gespielt? Payday? Oder zockst du ihn jetzt, weil der dritte erst kommt? Also Payday muss man, ich würde es auf jeden Fall in der Gruppe spielen. Macht viel mehr Spaß auf jeden Fall. Genau, hier ist zu. Das heißt, ich muss durch die Mitte nach rechts. Ganz rechts oben. Jetzt habe ich es, jetzt habe ich es.
So, jetzt bin ich hier. Was verschlossen. So, ist ein bisschen kompliziert hier. Ich muss noch mal darüber. Was? Das in der Mitte ist Schwachsinn. Das brauche ich nicht in der Mitte. Dann nehme ich... Genau, runter. Ach so, ey, schau mal her. Der muss hoch und der muss raus. Wie wurde einfach gelöscht? Geht doch nicht, oder? Servus, 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 was geht bei euch? Stopp, 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 nee, 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 nee. Das muss da oben raus. Ach, Idiot, ey. Jetzt habe ich ihn mir zugemacht. Fuck. Machst du erstmal alle God of War Spiele auf Platin? Wie hat sich gelöscht das Spiel schon? Hast du es in die Cloud gespeichert? Aha. Ja, ist okay von den Trophäen her. Aber es zieht sich halt ein bisschen jetzt alles, ne? Das kann ich nicht wegbewegen. Der muss... Stopp, ich kann ja nur... Ey! Und das darf nicht in die Mitte. Ach so, ich verstehe, okay. Das darf nicht in die Mitte. Shit, 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 shit. Der rutscht automatisch rein, ne? Der zieht, oh nein. Ich muss noch mal überlegen. Ich mach das so. Dann müsste der weiter rutschen, genau. Der kommt darüber, der rutscht dahin. Ja, genau. Was mache ich jetzt? Nochmal aufstehen. Hm.
Genau. Genau deswegen. Nochmal. Fuck, ich muss da aufpassen, ne? Ich hab... Der muss aber hier bleiben, der kann nicht raus. Das geht nur... Mir bleibt nichts anderes übrig. Das ist ja voller Scheißdreck. Egal wie ich das mache, das rutscht. Ich. Genau, einmal. Ich glaube, ich muss das neu laden. Wenn ihr euch fragt, was ich hier gerade mache, ich suche gerade nach einer seltenen Ausrüstung. Ich brauche unbedingt eine neue. Bevor ich zum Endboss gehe, mir die Rüstung holen, weil ich spiele immer noch mit meiner Standardrüstung vom Anfang. Ich habe noch nichts geändert hier. Ich kann. Das ist doch eigentlich so in Ordnung von der Aufstellung. Egal wie ich das mache. Das Problem ist, wenn ich den aus der Mitte wieder rausnehme, dann geht der untere wieder da. Hey, das ist ja richtig für den Arsch, muss ich sagen. Und ich muss aber das hier öffnen. Wahrscheinlich verschlossen. Es geht los. Genau, das ist zu scheiße, ist das. Genau, und das muss ich öffnen. Ach ja. Ich wollte heute noch den Endboss unbedingt machen.
Ihr müsst es wieder so machen. Es geht ja nicht anders. Oder wie läuft es? Das ist... Ja, genau. Ich kann damit auch. Und wenn ich das mache, dann rutscht das hier wieder rein. Ganz, das ist ganz safe. Ach so. Ach. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Doch nicht. Wie bewegen die sich? Nur links. Ach, was zur... Verstehe schon. Das heißt, genau. So, jetzt nochmal, jetzt habe ich es raus. Ja, was ist jetzt mit Dark Souls 3? Hörst du jetzt, ist das Spiel schon echt jetzt komplett weg? Weg, weg. Da ist es. Komm zu Papa. Ah, schaut mal her, das ist schon leichter. Das heißt, ich müsste... Was habe ich aktuell? 7... Oh, diese Pennerhandschuhe. Was habe ich jetzt? 97, 48, 82, 97. Wenn ich die Handschuhe nehme. 92, 47. Dann nehmen wir die Handschuhe. Okay.
Was zur... So, jetzt müsste wieder in der Mitte offen sein, genau. Dann kann ich zurücklaufen. Und 13. So, dann kann ich zurück. Jetzt noch. Du bist zurück? Gut, lass mal. Oh, ich hab die sogar. Ach, krass. Der Schaden ist so wenig. Egal, ich stelle die mal her. Okay, mehr kriegst du nicht. Ciao. Zeig mal her. 175. Oh shit. Wie geht's? Und das nervt mich jetzt bei dem Spiel, ne? Weil ich will das jetzt verbessern. Und das war's. Ich habe keine Ressourcen. Nichts. Nichts. Das ist richtig nervig.
Ist die Genauigkeit sogar fast voll. Aber hier auch. Hier geht's hier runter. Auch nicht viel mehr. Boah, auch nicht viel mehr. 1400. Ich bleibe bei meiner Waffe. Macht alles keinen Sinn. Keine Chance. Ich mach den Boss jetzt. Ich versuch's jetzt. Es macht einfach keinen Sinn. Weil ich müsste jetzt ewig lange müsste ich jetzt grinden, dass ich die Waffe auf selbe Level kriege. Da habe ich keinen Bock drauf. Das mache ich jetzt nicht mit auf jeden Fall. Das nervt mich. Das ist richtig nervig. Also Ressourcen gibt es hier. Aber ich habe halt auch nicht viel gegrindet, ne? Oder gar nicht, besser gesagt. Hechten. Uff. Nein, zu früh! Zu spät. Was ist denn jetzt hier los?
sieht nicht gut aus. Davon habe ich genug. Nein, zu früh! Hau ab! Mist. Boah, der macht schon wieder 50 Sachen auf. Schaut euch das mal an, das meine ich einfach. Du Drecksviecher, ey. Ich ja, wo, was ist? Was ist alles rot hier? Was ist das? Schau euch diese Scheiße an. Das ist so eine Pisse einfach nur. Habt ihr das gesehen? Es ist einfach alles rot. Echt so ein Ver... Das ist so ein dreckiger Scheiß. Es ist so ein richtiger Dreck einfach nur. Servus. Es ist einfach nur scheiße, schlecht ist es. Geht mir richtig auf den Sack die Scheiße hier mit dem Idioten. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Sterbe ich jetzt schon fast am Anfang, ey.
nervt mich einfach. Es nervt mich gerade. So eine Scheiße am Ende, ne? Und ich darf jetzt ruhig und entspannt darf ich das jetzt machen. Nein! Was war das jetzt? Der steht so weit vor mir. Ja, ruckel halt weiter. Ich mach's mir selber immer schwer einfach. Was kann Hau ich ab. Tun? Nerv mich nicht. Verpiss dich. Ich bleib jetzt so entspannt einfach. Ich hab gleich keine Lust mehr, ey. Das ist nervig. Geh doch weiter weg von mir. So, ja. Ich hab keine Lust mehr. Der ist jetzt so nah bei mir immer. Der ist die ganze Zeit vor mir. Das macht in der zweiten Phase normal immer. Scheiß Geruckel nervt mich auch hier. Was ist denn das jetzt?
Warum ist er jetzt immer so nah bei mir dran? Hätte ich gestern meiner gespielt lieber. Ich verstehe es einfach nicht. Das geht mir auf den Sack mit dem Wichser. Ich bin in Schwierigkeiten. Die Nadel immer. Geh doch mal weg! Jetzt lauf ich weg. Einfach behindert, ey. Der ist so groß, der steht vor mir, der verdeckt den ganzen Bildschirm. Mein ganzer Bildschirm ist mit seinem hässlichen Kopf verdeckt. Oh oh. Das ist nicht gut. Ja, alles wieder rot, ne? Munition habe ich auch keine. Genau, mach das. Mach dies. Mach dies. Mach nochmal, ja, mach. Schaut euch das mal an, was das für ein Scheiß hier ist. Soll ich noch was sagen dazu? Und ich werde gespawnt hier in der Welt. Das meine ich. Vielleicht müssen wir weiter vor. Ich muss mal ein paar Sachen probieren. Da, das meine ich. Das meine ich. Er ist direkt vor mir.
Das meine ich einfach. Rex in der Hölle, du kleiner Wichser. Da, und schon wieder ist er vor mir. Servus, ey. Ja, ich hab gerade angefangen. Der nervt mich. Der ist immer so nah dran. Ich frasse aus. Es ist die größte Missgeburt, die ich in einem Spiel gesehen habe. Es ist der behindertste Endboss. Allein diese letzte Phase. Ich darf jetzt meine Empfindlichkeit hochstellen, weil die jetzt zu langsam ist, weil er jedes Mal so nah vor mir steht. Wisst ihr, was ich meine? Die ist schon viel zu langsam dafür. Wo habe ich sowas schon mal gesehen, dass ich meine Empfindlichkeit wegen dem Boss hochstellen darf? Was ist das für eine Scheiße einfach nur? Das nervt. Was soll ich noch machen, ey? 85. Das nervt. Das ist ein Bullshit, ist es einfach. Das schwör ich euch. Sobald er vor mir steht, na, geht mein Fadenkreuz so langsam. Das ist einfach ein richtig... Boah, und jetzt... Nachladen. Wo ist der? Und habt ihr gesehen, wo ich hin wollte? Ich darf zur Munition laufen, weil mir die Munition ausgeht. Geile Sache. Ich darf mich jetzt schon um die Munition kümmern. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das überhaupt auf schwer angetan habe. Ich muss es gar nicht. Hau ab, Mann. Nerv mich nicht, du hässliches Viech. Schau dich mal an. Nervt. Sei mal nervig ist das. Aber egal, ich reg mich jetzt nicht mehr auf und dann funktioniert schon. Ich sage jetzt einfach gar nichts mehr. Oh yeah.
Nein! Nicht gut. Nein, was mache ich jetzt? Servus, was geht? Es läuft. Ich sag euch, die erste Phase geht alles klar. Jetzt kommt diese behinderte Scheiß. Schaut euch mal an, wie hässlich der ist, ne? Verdammter Mist. Der macht es zweimal! Nochmal, was machst du denn alles? Darf ich auch mal was machen? Nee, na? Du hässliche Mistgeburt, ey. Nein! Da, jetzt bist du schon wieder zu weit. Wo bist du denn? Du hässliches Scheißkind. Was ist denn jetzt hier los? Ja, ich habe keine Munition mehr, ich darf wieder nach vorne laufen, ne? Ja, genau, genau. Da, ja, ich bin schon wieder, zu nah dran. Komm ich zum Zug einfach gerade. Ich bin in Schwierigkeiten. Ey, was soll ich machen? Soll ich einen Flickflack machen? Soll ich einen fünffachen Flickflack machen? Was soll ich denn da machen alles noch? Soll ich mich dreimal im Kreis drehen? Das ist eine Scheiße, ist es einfach. Was, das ist einfach... Sorry, ey. Ich hab schon keine Lust mehr. Weil das ist einfach nur... Das ist nur Scheiße, ist es. Das langweilt. Mich langweilt das Ends. Ich hab da keine Lust drauf. Weil ich komm... Das ist auf jeden Fall Nuttenboss of the Year. Ich gehe aus einer Zone raus, spring in die nächste rein, dann darf ich wieder ausweichen, dann bin ich da in dieser roten Zone drin und darf nur ausweichen, ich darf nichts machen außer ausweichen. Das sind richtige Pussy-Games sind das.
Ich hab keinen Bock auf so eine Scheiße. Sehen er mich an Elden Ring? Na, Ausweichsimulator. Ich bin in der roten Zone und darf 20 Mal ausweichen. Dann darf ich vielleicht einmal angreifen. Dann komme ich wieder in die normale Zone rein, ne? Ich komme in die normale Zone rein. Hab, wenn ich Glück hab, darf ich vielleicht zweimal drei schießen, wenn er nicht vor mir steht direkt, ne? Und dann wieder wegfliegt im Kreis, dann darf ich erstmal wieder hinterher zielen und hinterher schauen, wo er ist. Nein, dann komme ich wieder in die rote Zone rein. Was ist das für eine Scheiße einfach nur? Das Scheiße ist das. Es ist einfach behindert ist das. Nein, das ist einfach nur für den Arsch. Ich schwör's euch. Ich versteh's nicht, na? Ja, der ist nicht ausbalanciert. Die anderen Bosse? Den einen Boss davor, gestern, da habe ich 3 Versuche gebraucht. Bei dem sind es jetzt schon 40. Ich weiß nicht, wo passt es zusammen einfach. Ich versteh's nicht. Was soll ich jetzt noch grinden, damit ich den Endboss schaffe? Da habe ich keine Lust drauf. Ich mach das nicht. Ich habe keinen Bock, mir noch irgendwelche Gegenstände zu grinden. Ich will's einfach nicht, weil es hat die ganze Zeit funktioniert. Und jetzt zum Endboss soll ich mir neue Sachen besorgen? Nein, ich habe keine Lust drauf. Ich mach das nicht. Ich will es danach machen, nicht jetzt. Das ist einfach nur, das ist dumm einfach. Und er steht? Ja, was heißt OP? Es gibt bestimmt bessere Fähigkeiten. Ne? Von den Waffen her. Da geht's natürlich besser. Das ist immer noch das erste Gewehr. Es macht genug Schaden. In der ersten Phase ist es auf jeden Fall gut. Das Ding ist, in der zweiten Phase mache ich dann viel zu wenig Schaden. Das nächste ist... Ich... Nein, das langweilt einfach. Das ist so dumm, die zweite Phase... Ich bin dann nur am Ausweichen. Und dann, wenn ich nicht am Ausweichen bin und wenn ich ihn dann mal angreifen darf, dann kommen diese kleinen Kugeln. Dann darf ich schnell auf diese kleinen Kugeln schießen, sonst sterbe ich, wenn die mich treffen. Geile Sache, oder? Und dann, wenn ich das gemacht habe, komme ich wieder in die andere Zone rein. Da darf ich dann wieder 20 Mal ausweichen. Na, dann ist irgendwas wieder... Ey, das ist so... Was ist das für eine Scheiße einfach? Nein, 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 nein. Habt ihr gesehen, wie perfekt? Ich durfte jetzt nachladen und dann ist schon wieder rum. Jetzt fahre ich schon wieder rum. Es wird 2 Schlägen, 3. Boah, ich habe da keinen Bock mehr drauf, weil ich sehe im zweiten Anlauf, ich sehe da einfach, ich habe einfach, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich darf dauernd ausweichen. Wie lang soll denn der Kampf gehen am Ende dann? 3 Stunden?
Ich soll dann immer ausweichen, dann darf ich vielleicht dreimal schießen. Muss halt nachladen, ne? Ich darf wieder nachladen. Ich darf mich aufs Nachladen konzentrieren. Ich darf mir Munition holen. Jetzt schaut sich das selber mal an. Das nervt mich einfach. Da habe ich keinen Bock einfach drauf. Gegen so eine hässliche Missgeburt verliere ich. Ich hab gedrückt. Mann! Ne, lass mich doch mal was machen! Was ist? Habt ihr das gesehen? Verdammter Mist.
Ja, von allen Seiten, genau! Das meine ich! Wo soll ich anfangen? Ich hab keine Lust mehr. Ey, das ist so ein behindertes... Und da, wie es ruckelt einfach. Es ist ein Drecksgame, ist es jetzt zum Schluss. Nein, ich hab keinen Bock mehr. Das nervt mich. Macht es nicht mehr mit, so eine Scheiße. Ich darf da jedes Mal ausweichen. Was ist das am Ende? Und dann komme ich in die andere Welt, ne? Das habt ihr ja gesehen. Ich darf mich erstmal umdrehen, darf erstmal schauen, wo er ist. Er steht dann hinter mir oben und macht seine Attacke und ich sehe die natürlich nicht, ne? Und dann macht er seine Attacke und dann komme ich wieder in die andere Zone rein. Und dann macht er wieder eine Attacke und ich darf dann wieder ausweichen, ne? Geil, geil. Das ist richtig geil einfach. Kann ich dir mit irgendwas behilflich sein? Verpiss dich. Ich verstehe das nicht. Die erste Phase ist so einfach. Die zweite, ich bin da einfach mehr am Ausweichen wie alles andere. Jetzt habe ich noch aus den Augen verloren. Jetzt habe ich vielleicht keine Muni mehr. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob die Trophäen verbuggt sind. Das ist mein kleinstes Problem jetzt. Schaut mal an, wie leicht die erste Phase ist. Ja, genau. Nein! Nein! Mist! Letzte Kugel! Thank you.
Das ist nicht gut. Ey, ist dein Ernst jetzt? Wo bist du denn jetzt, du Scheiß? Du hässliches. Nein, Mike. Brauch Muni! Du hässliches Stück Scheiße! Fick dich! Ach Leute, ich hab's, aber ich... Nee, ich hab's jetzt raus, ey. Ich glaub, mich nervt's einfach. Das ist einfach für mich nervt es total sowas einfach, ey. Das nervt einfach. Wisst ihr, was ich meine? Mich nervt es von Grund auf sowas. So eine Scheiße einfach. Ich hasse es, wenn ich mehr... Das ist... Ich vergleiche es mit Final Fantasy. Ich gucke in Final Fantasy einfach viel mehr Cutscenes an, wie ich spielen würde. Und hier bin ich einfach mehr am Ausweichen wie am Angreifen. Da habe ich keinen Bock drauf. Weil hier passt es doch auch in der ersten Phase. Ausweichsimulator ist es hier wieder passend, ne? Verstehe. Brauch Muni. Was mache ich? Meistens Leichtigkeitsfehler. Warum mache ich jetzt so einen Fehler? Warum mache ich so einen Fehler jetzt? Da muss ich mir das jedes Mal anschauen? Ich sehe wieder nichts. Muni. Darf ich auch mal angreifen, ja? Du hässliches...
Dreckskind. Jetzt steht er schon wieder so weit vor mir. Das meine ich. Schwierigkeiten. Ach, komm, ey. Jetzt durfte ich Munition suchen die ganze Zeit. Ich konnte mich gar nicht auf den Kampf konzentrieren. Ich habe keine Muni gehabt, ey. Da, das ist... Ey, vielleicht mache ich viel zu wenig Schaden dann zum Ende raus in der zweiten Phase. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich einfach... Jetzt soll ich noch anfangen, meine Munition zu sparen. Ich spiele jetzt einfach mit der anderen Waffe. Dauert es ja ewig. Boah, ist das nervig einfach. Nee, das hebe ich auf, das hebe ich auf, das hebe ich auf. Das mache ich anders. Mach sie platt! Mach sie platt! Muni, Muni, Muni! Muni!
Mann, das war so gut gerade. Das war richtig gut. Wo bin ich da jetzt runtergefallen überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Geil, ey. Sitze ich schon wie lange hier? Stunde? Mach sie platt! Danke! Was für ein. Ich warte das, bis ich nachgeladen habe. Ich brauche jetzt Muni langsam ein bisschen. Genau das. Das sieht nicht gut aus. Muni, Muni. Muni. So hässlich, ne? Das darf ich nicht runterfallen. Das darf jetzt nicht passieren. Perfekt. 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 Auch gut. Perfekt. Nicht so perfekt. Hässliches Kind, ey. Nein! Mission! Thank you.
nicht gut. Es ist zwecklos. Ich hatte gehofft, es würde nicht dazu kommen. Zu was kommen? Boah, ist der krass, ey. Hey! Es muss einen Weg geben. Was machen wir hier, wenn es keinen verdammten Weg rauskommt? Krass, Mann. Ich hab ihn, ey. Bleiben. Der kann jetzt so tot sein. Uns alle. Oder... Hüter. Boah, ich zitter voll, ne? Was ist passiert? Warum bleibt ihr nicht tot? Die Fäulnis ist unanpassbar. Eindämmen ist keine Option mehr. Der einzige Ausgang, der bleibt, ist Vernichtung. Zur Eliminierung muss das System wiederhergestellt werden. Okay. Was zur Hölle soll das bedeuten? Es bedeutet, danke, dass alles ausgelöscht wird. Ein Neustart. Neustart? Ich dachte, genau das wollten wir verhindern. Wir haben keine Wahl. Die Saat wird alles zerstören. Für immer. Für alle Zeit. Das ist unerwartet. Danke, Mann. Dieser Durchführung. Ey, ich schwitz, das ist so krass. Hüte, es gibt einen anderen Weg. Fremdling! Der ist nicht ohne, der Boss. Der ist wirklich nicht ohne. Mich nervt es halt, dieses dauernde Ausweichen, ne? Ich bin, was meine Geduld angeht, na. Ich hab gedacht, da kommt jetzt noch was, ne?
Ich hab gedacht, da kommt jetzt noch was. Ich müsste richtig. Guck mal, wie das ruckelt. Das ruckelt ja richtig. Panik, ja? Nein, ich hab einfach keine Geduld schon, ey, für sowas. Das Ding ist, ich will das genauso haben, wie ich das möchte. Wenn es nicht so ist, dann gibt's schon mal ein großes Problem. Ich habe nichts dagegen, wenn ich mal ausweichen muss. Aber nicht 10 Minuten lang. Da habe ich keinen Bock drauf. Das hat mich bei Elden Ring schon genervt. Bei den Bossen, du darfst 10 Mal ausweichen, dann darfst du mal schießen, schlagen. Aber. Egal, ich hab's, ey. John, was läuft bei dir, ey? Wie geht's dir, John? Ich mag das nicht. 25 Mal ausweichen. Ey, wir machen das jetzt so, ne? Du hörst mir jetzt ganz genau zu. Ich greife jetzt erstmal 10 Mal an und danach darfst du ein oder zweimal zuschlagen. Okay? Und ich muss ja sagen, ne? Aber okay, ich hab's, egal. Ich hätte es ja nicht auf schwer spielen müssen, ne? Heute war warm, ne? Stimmt, ey. Ich gehe hier schon wieder ein. Das stimmt. Will es einer sehen? Ich nicht. Ich hab genug. Na, ja, das hätte ich mir sparen können auf dem Schwierigkeitsgrad. Da bin ich ehrlich. Weil mir bringt's halt jetzt nichts, ne? Willst du auch spielen? Ich spiele danach Cyberpunk. Danach zocke ich Cyberpunk. Wenn es nicht allzu lang bis zu Platin dauert, werde ich bis zu Platin spielen. Wenn sich das jetzt in die Länge zieht, was weiß ich auch immer. Ich habe ja jetzt noch gut 2 Wochen Zeit, ne? Und dann werde ich das hier einfach abbrechen. Mir wird ja nichts übrig bleiben, ne? Eigenschaften. EP-Bonus. Schon wieder. Alles klar. Alpha Omega. What the fuck is this? Ach, das ist ein Sturmgewehr, hä? Sehe ich gerade. Okay, mehr kriegst du nicht. Ciao.
So, ich sag's, wenn ich Abenteuermodus spiele, spiele ich auf normal, nicht auf schwer. Ich hab's auf schwer jetzt durchgezockt, das reicht. Definitiv. Ganz, ganz sicher jetzt. Das reicht. Und ich brauche viel Glück. Viel Glück. Starken Bild und der Wunsch nach einem gnadenlosen Spielerlebnis. Also. Ein solider Einstiegspunkt. Der Atomic Heart DLC. Echt? Erzähl. Und wie war er? Erzähl mal. Verlassenes, vergessenes Gefängnis. Ach so. Was hat der DLC jetzt gekostet? Hast du dir den Season Pass geholt oder nur den DLC? Ich muss kurz was schauen hier. Ich brauche einen speziellen Ring. Ach so. Ach, der war dabei. Ja, die Twins waren in Ordnung vom Schwierigkeitsgrad. Ich hab's ja 100.000 Mal auf schwer gemacht, dass ich die Trophäe bekomme, weil die ja verbuggt war, ne? Er hat One-Hit-Me... Ah, okay.
Verstehe, verstehe, verstehe. Ach, sowas ist es wieder. Also das absolut Schlimmste, was es wieder beim Boss gibt, oder? So, ich muss ganz kurz was... Ich muss nochmal zurück. Auf schwer. Was ist das für ein Scheiß hier, ey? Muss kurz was gucken. Ich muss zu Wallace. Oder erstmal zu ihr. Das kann ich jetzt wieder tauschen. Man, ich darf mich halt nicht immer so aufregen, ne? Das hat ja funktioniert. Aber... Ich weiß nicht, ich finde es... Ich sage euch ehrlich, wenn ich gegen einen Boss kämpfe, ne? Und ich darf da 20 Mal ausweichen, mir geht es voll auf den Sack. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, mich nervt es übelst. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie mir sowas auf den Sack geht einfach, ne? Ich finde es einfach... Ich finde es räudig einfach. Räudig. I take this. Das nehme ich, das nehme ich. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das mit dem Stapelbar. Ne, 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 ne. Der gibt mir lieber das hier. Wie kann Duell dieses... Da, ich habe schon wieder einfach nichts. Ich bin einfach jetzt danach wieder pleite, ne? Das war's. Und ich brauche einen Ring. Es gibt einen Ring, den gab es auch in Remnant 1. Moment. Inventar.
So. Ich krieg hier... Moment, ich muss gucken, weil ich selber finden, das dauert wieder 1000 Jahre, das kann ich euch sagen auf jeden Fall, weil sich ja jedes Mal die Welt verändert, wenn ich da reingehe. Ring for Scrap, how to farm scrap, best rings on its own, obtain scrap. So, wie heißt der Ring? Mann, hau ab! Was soll die Scheiße hier? So. Ablehnen. Ich brauche einen bestimmten Ring, brauche ich. Wie heißt es? Scavenger Bubble, da ist es doch. Scavenger. Bubble. So, ich hab's. Den brauche ich unbedingt. Unbedingt brauche ich den. Ganz, ganz sicher brauche ich den. So, nochmal. Da muss ich hin. Genau, da habe ich schon. Random Drop. Wo ist der hier? Auf der... Oh, da ist ein NPC. Wow. Was ist das für ein Ort? Vorne. Ein Parkschulter. Die Pest hat mich im Griff. Oder ist sie jetzt einfach ein Teil von dem, was ich bin? Es ist so lange her, dass der Unterschied kaum eine Rolle spielt. Aber ein Parkschulter. Wie kommt es hierher, nach Yaesha? Ein roter Kristall? Ich habe sie in meinem unruhigen Schlummer gesehen. Die Pest denkt oft an sie. Besonders an die Steine der Erde, der Paxultek. Ich bin Medel von den Vaughn. Als diese Welt jung war,
dienten die Pan den grünen und wachsenden Dingen. Jetzt verraten die Pan die Welt. Und die Welt, der Wolf, verrät die Pan. Nein, und wenn es nervst versucht, sein eigenes Leben vor. Pan, nimm wir. Saatfäulnis. Und was habe ich hier wieder? Kann ich alles verkaufen? Möge es das Paxultec trösten. Und möge sein eigenes kleines Stein tiefer in den Boden setzen. Ach ja, ach ja, ach ja. Boah, heilige Scheiße. So, das nehme ich gleich. Reisender erhöht Bewegungsleitern. Was ist hier los? Es ist entspannend, ne? Jetzt kann ich einfach einen Abenteuermodus spielen, noch ein bisschen grinden. Muss ich ja jetzt. Aber erstmal brauche ich das Amulett. Dann kann ich noch mal irgendwann mal den Boss machen, vielleicht. Ich bräuchte, ich hole mir eine andere Waffe danach. Erstmal bräuchte ich das Amulett. Ach, schau mal, da geht's. Nein, was ist da hinten? Oh, scheiß drauf. Da kann ich da nicht rein? Nein? Thank you.
Das ist wieder ein NPC? Was ruft mich während meiner ewigen Wanderschaft? Musa! Was für eine Art Bestie ist das? Pax Ultec. Ich kann meine Wanderschaft mit dir teilen. Aber zunächst suche ich das Wissen, die wahre Natur deines Inneren. Du möchtest antworten? Also werde ich fragen. Beantworte diese Fragen ehrlich, niedliche Bestie. Damit dein Inneres sich offenbart und dein Auge sich öffnen kann. Und überlege gut. Höre beim Antworten auf dein Herz. Ein Minenwart, der Fremde, der sehr... Du könntest das Leben der fünf... Stößt du den Fremden in den Tod? Oder riskierst du den Tod der fünf Minenarbeiter? Faszinierend! Du betreibst eine Gaststätte. Einer deiner treuesten Stammkunden behauptet, er werde in 2 Tagen für ein Verbrechen eingesperrt, das er nicht begangen habe. An seinen letzten Tagen in Freiheit will er diejenigen vergiften, die ihn fälschlicherweise beschuldigt haben. Du weißt, dass er die Wahrheit sagt, aber du kannst ihn aufhalten. Eine Prise Kübersaat in seinen nächsten Trunk. Und er wird für ein paar Tage ans Bett gefesselt, aber sonst nicht weiter verletzt. Vergiftest du ihn? Oder drückst du ein Auge zu? Das passiert nicht jeden Tag, dass eine Frage dein Schicksal bestimmt. Oder du musst in einer Verhandlung wegen Diebstahls aussagen. Sagst du die Wahrheit und meldest den Dieb? Oder lässt du den Armen weisen? Du wärst überrascht, wie selten ich diese Antwort höre. Du führst einen kleinen Stamm von Kriegern auf der Flucht vor dem Feind. Mann! Erschlägst du den Krieger? Oder überlässt du ihn seinem Schicksal? Dein Schiff sinkt auf hoher See und es gibt nur ein kleines Ruderboot. Ja. Das kann nicht jede Seele des sinkenden Schiffs fassen. Und das Boot liegt bereits tief im Wasser. Die See wird stürmischer und das Ruderboot läuft voll. Wenn nichts unternommen wird, dann sinkt es, bevor Rettung eintreffen kann und alle an Bord werden ertrinken. Es gibt ein paar verletzte Seelen, die vielleicht ohnehin nicht überleben, bis Rettung eintrifft. Wenn du sie jetzt... Wirfst du die Verletzten über Bord? Oder riskierst du, dass das Boot sinkt? Faszinierend. Du hast deinen Weg gewählt, niedliche Bestie. Dein Wille ist stark. Das Feuer des Auges des Verwüsters lodert in dir. Ach, krass. Im Inneren eines jeden Wesens sind 2 Augen. Wir können durch beide sehen, aber die meisten bevorzugt das... Was? Raus. Möchte ich erzähle dir die Geschichte von Belgov. Wenn der Berg, der Frühling, eine allerdings kommuniziert, anders aber wir bewahren ab. So war es je. Lebe wohl, niedliche Bestie. Niedliche Bestie, okay. Ich habe eine Fähigkeit bekommen. Nein. Let's go. Nur 21 Uhr Haare schneiden. Du oder was? Wir haben schon 21 Uhr. Ich hab doch...
Ich war... Möge das Auge des Verwüsters dich zum Ruhm führen. So, was ist hier? Da ist auch was. Wo kriege ich das her, das Zeug? So, dann geh hier rein. Ich brauche unbedingt dieses Amulett. Dieser Ort ist gruselig. Ach, das kenne ich doch schon. Da ist ein blauer Gegenstand, bestimmt ein Buch. Da hinten ist nichts. Nein, das brauche ich nicht. Shit.
So, was ist da? Jetzt habe ich mir noch gar nicht den Ring angeschaut, den ich bekommen habe. Nun, oh fuck, Alter. Zumindest ist das vorbei. Oh, not schon 12%. Mhm. Okay. Ach, dann tun wir das raus. Ich nehme das, den Ring. Für mehr Ausdauer, Modschaden. Ja. Nee, stopp, dann nehme ich das wieder mit dem Schild. Welcher war das jetzt? Boss ist tot bei mir, ja. Ich hab ihn geschafft, ey. Ich hab mich mal zusammengerissen. Mann, der war aber auch wirklich schwer. Der war nicht ohne. Ich muss ja echt mal sagen, dass der mal schwer war auf jeden Fall. Viel ausweichen, sehr viel ausweichen. Ich kann ja fast nur um ausweichen. Jetzt bin ich nur auf der Suche nach einem Ring. Ne, nach dem Amulett. Was? Ich bin noch im Kampf. Warum?
Da ist doch niemand. Oder ist da jemand? Oh, kein Platz mehr. Also ich sehe hier keinen Gegner mehr und ich kann jetzt nicht zum Checkpoint. Finde ich gerade nicht in Ordnung, wenn ich ehrlich bin. Hier ist weit und breit kein Gegner. Ja, eine Stunde habe ich jetzt gebraucht für den Boss. Sie kommen. Eine Stunde, ey. Krass. Schon lang, oder? Ich weiß nicht. Ah, ich kann nichts mehr tragen. Jetzt geht's. So, hier kommt ein Boss. Verdammt! Ich bin aber noch nicht fertig ja, hier. So läuft das hier. Ich will nur dieses eine Amulett. Mehr will ich nicht. Was habe ich denn aktuell für eins ausgerüstet? Alle 10% entfernen.
Ach, da kacke ich drauf. Auf die 10%. Ich mach sowieso genug Schaden, das ist mir sowieso wurscht. Der verbotene Heiß, bin ich da drin auf der anderen Seite? Heb doch die Munition auf, du Idiot. Du Idiot. Genau, ich brauche sowieso zwei Schuss. Was haben wir hier? Liegt hier irgendwas? Oh, eine Kiste. Meine Tasche ist voll. Okay, wo bin ich hier? Da ist noch mal ein Weg. Ich habe mich schon gefreut. Dass hier irgendein guter Gegenstand liegt. Die Tür geht wieder nicht auf, ne? Bin ich hier? Kommt die Musik? Da. Oh, 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 oh! Zeig mal her. Da passiert nichts. Paxultec, es ist hier. Freundliches Paxultec. Aber natürlich. Schau, was er hat. Vor langer Zeit sprachen das Paxultec. Ich hoffe, der hat eine Trophäe für mich. Ah,
Natürlich. Aber ich glaub's nicht. Es ist nicht dasselbe Paxutec. Verzeih mir. Die Hörner. Dem Paxutec fehlen die Hörner. Dann ist es eine neue Bekanntschaft. Hm, was bringt es zum geplagten Jaesha? Sprüche nur. Natürlich, wenn das okay, laber mich nicht voll. Es ist... Oh ja, der Wa... Leider gibt es nicht, doch, nicht, doch, ich... Es, das, doch, ich weiß nicht, was aus unserer Mutter wird. Aber ich vertraue den Lieder. Solange wir Musik haben... Ah, der ist hier in dem Level wahrscheinlich. Haben wir Hoffnung. Okay. Ah, der Alt, die Bestie entkam. Der Segen Jaeshas sei mit dir. Okay. Das sieht nicht gut aus. Passt nicht mehr. Oh, was liegt da? Nein, Mann, ich brauch das Amulett. Ring der Weisen. Brauch das Amulett. Nein, 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 nein! Komm schon! Zum Glück ist das vorbei. Ring der Weisen. Zeig mal her. Ist mir jetzt wurscht.
10%, okay. Endlich vorbei. Ach, da ging es auch noch mal hoch. Zeig mal her. Das war da unten, das war da oben, der verbotene Hain. Verlorene Tempel. Hier ging es noch mal. Genau, hier ging es noch mal hoch. Ich hoffe, da ist was. Serum der Ghoul. Große Wasserharfe. Den Verwüster töte er. Genau. Das ist mein nächstes Trophäe. Das muss ich nur noch finden. Der ist bestimmt auf der anderen Seite, wo ich nicht rüberkomme. Oder hier. Kein Platz mehr. Ist wahrscheinlich verschlossen. Kannst mich mal, Mann. Krüppel. Wo ist das andere Viech?
Oh, 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 oh. Hey, ich krieg nur Ringe, ich will das Amulett. Wie viele Ringe ich schon hab? Oh, 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 oh. Das ist auch nicht verkehrt. Aber das will ich nicht. Das ist nicht gut. Nein, nein, nein. Das Eisen. Ja, ich habe ihn getötet. Servus, Schwester. Ich hab eine Stunde gebraucht. Ich komme mich nicht zusammenreißen. Ich hab keine Geduld mehr. Er ist mir richtig auf den Sack gegangen. Ich kann das einfach nicht. Na, 20 Mal ausweichen, dann darf ich einmal schlagen. Das. Ich weiß nicht. Mir gefällt es nicht. So. Aber er ist tot. Ich fahre jetzt erstmal ein bisschen. Ich mache hier den nächsten Boss, ich suche ihn gerade. Ja. Ja, ich bin schon so weit gekommen. Weißt du, was ich meine? Dann aufgeben. Der Schornstein, wo bin ich jetzt schon wieder? Jetzt geht's los. Wäre ich nicht ausgeflippt, hätte ich den wahrscheinlich früher geschafft, das weiß ich. Aber ich kann mich damit einfach nicht abfinden. Das mich nervt es. Das ist jedes Mal, wenn ich mich aufreg, dann wird das eigentlich immer schlechter. Das ist jedes Mal so. Weiß es, aber ich kann mich einfach nicht zusammenreißen. Ne? Ich will es auch nicht. Mist.
Ja, auf jeden Fall. Aber der war nicht leicht auf jeden Fall. Du bist permanent gefordert in dem Fight. Die ganze Zeit. Bis keinen Moment hast du mal eine Verschnaufpause. Nicht einmal. Ich hab dich schon gesehen. Ich muss auch sagen, ich habe ehrlich gesagt mich nicht mit dem Charakter beschäftigt. Ich spiele ja. Das Einzige, was ich mir jetzt heute geholt habe, ist neue Rüstung. Die Waffen sind gleich geblieben, die habe ich nicht stärker gemacht. Na? Keinen Platz mehr. Komm schon. Aber egal, es sollen alles keine Ausreden sein, aber ich habe halt zum Beispiel gar nicht gegrindet oder so. Gar nicht, nicht mal ein bisschen. Das mache ich ja, das wollte ich mir erst jetzt für jetzt aufheben. Ja, ich habe mir heute eine geholt, ja. Aber eine Waffe hätte ich gern. Ich habe eine andere Waffe. Ich kann die aber nicht benutzen, weil ich muss grinden, ja. Ja, Cyberpunk spiele ich danach. Ich weiß alle meine nächsten Spiele schon. Shit, shit, shit. Cyberpunk. Danach kommt der Lies of P, ne? Im September. Und danach kommt ja. Boah, was ist hier los? Danach kommt der DLC zu Cyberpunk. Dann im Oktober kommt Alan Wake. Spider-Man. Oh, der Crew Motorfest kommt ja auch noch. Boah, das wird zeitlich, sieht es schon wieder. Schwierig, ne? Ja, auch. Auch im Oktober. Direkt zum Release. Vorm Release schon. Wenn nichts Dummes passiert. Scheiße.
davon. Ah, okay, ich verstehe. Ich muss runterlaufen. Spider-Man, ja. Ich weiß nicht, was kommt noch im Oktober? Es kommen noch ein paar geile Games, ne? Ich habe noch voll viele Spiele hier. Ich habe einen Haufen Games hier noch. Ich krieg's ein bisschen früher, ja. Schätz mal 1 bis 2 Tage. 80 Euro sind hart, ich weiß. Aber ich komme nicht aus der Sache raus. Ich komme nicht. Ich kann nicht. Ich muss es ja kaufen. Ich brauche ja was zum Stream, ne? Ja, genau, ey. Ich kaufe mir quasi alles, was gut ist, ne? Fast alles. Warum bin ich jetzt gestorben, ey? Ach, ich weiß warum. Ich weiß warum. Ich war zu schnell vorhin. Ich darf nicht zu langsam und nicht zu schnell sein. Also FIFA würde ich auch gerne streamen. Wäre auch bestimmt geil, aber ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Von der Zeit her. Ja, ich weiß, ey. Aber zum Stream ist es geil auf jeden Fall. So wie Call of Duty, wenn es gut ist, ist schon nicht schlecht. Muss aber auch gut sein, das COD, ne? Ja, wie verhängst du natürlich voll, ey. Ja, ich habe schon lange aufgegeben. Ich muss jetzt einen Weg da runter finden. Scheiße. Nochmal. Ich habe schon länger aufgegeben, aber bei dem COD, da ist hoffentlich wieder Totenstille dabei. Dann wird es auf jeden Fall erträglicher.
Definitiv. Ganz, ganz sicher. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, ey. Früher war COD noch COD. Heute ist COD so ein... möchte gern Fortnite-Verschnitt. Wo du Skins kaufen kannst. Was ich ja nicht schlecht finde. Aber es sieht mir... ich weiß nicht, ey, ist schon irgendwie ein Kindergartenspiel geworden, ne? Das ist ein richtiges Kindergartengame geworden, Silvio. Verdammter Mist. Fuck. Ey. Ich muss... Mann, fuck. Ich muss das nochmal machen. Ich will wissen, was da am Ende ist. Ich bin zu schnell wahrscheinlich darunter jetzt. Schauen wir mal mit COD. Nur wenn Totenstille dabei ist, kaufe ich mir das. Wenn das Perk nicht da, ich mache es wirklich nur von einem Perk abhängig. Ist geil, ne? Das ist eine Bosswaffe, das Schwert. Gab es von dem Boss. Nein, Mann! Ey.
nochmal. Ich kann es nicht ändern. Das ist nervig. Ich will wissen, was da ist. Die kommen aus ihren Löchern raus, diese Assis. Das sind kleine Assis, die Gegner. Die stinken, die sind hässlich. Na? Schauen Sie die einfach an. Richtige Missgestalten einfach. Oh, ich bin zu schnell. Jetzt habe ich das. Jetzt hat's geklappt. Ich muss von hier oben kaputt schießen. Jetzt hat's geklappt. So, ich muss mich beeilen. Ich bin in Schwierigkeiten. Wo ging's jetzt runter? Ist das nervig. Fuck, ey. Jetzt war ich zu langsam. Ich hoffe es. Das nervt mich schon wieder. Ich will eigentlich auch nur den Boss machen. Komm schon. Okay. Eieiei, zu schnell. So, jetzt muss ich mich beeilen. Jetzt bin ich zu langsam. Ja.
Mist. Okay, ich hab's, ey. Ich hab's. Fast nicht. Jetzt kann ich in Ruhe hoch, hoffentlich, ja, und kann meine Gegenstände einsammeln. Herzsamen habe ich gekriegt. Das passt nicht mehr. So, ich bin mal gespannt, was da ist. Endlich geschafft, ne? Sauber. Das passt nicht mehr. So, auf der nächsten Ebene. Ich sehe schon. Ich muss einmal im Kreis laufen. Davon kann ich nichts mehr tragen. Meine Tasche ist voll. Hä? Hab keinen Platz. Ach Mann. Ich. Passt nicht. Von der anderen Seite. Ich sehe den Gegenstand einfach. Weißt du was? Ich kack drauf. Ich gehe schnell aufs Klo. Eine Sekunde.